Hey, hier ist Pilus von Pilus Magischer Welt. Heute möchte ich mit euch über mein Thema bzw. über mein Projekt Glücksbriefe reden. Hierzu habe ich einfach mal was vorbereitet, den ersten Brief. Also es sind zwei Seiten plus dann dieser Anhänger, den ich dazulege. Also ich halte ihn mal näher in die Kamera. Und diesen werde ich an irgendjemanden schicken. Also ich weiß auch noch nicht genau wem. Die Adresse und den Namen werde ich dann im Internet raussuchen. Und ja, da werde ich dann noch ein paar mehr in die Welt verschicken. Also das Ziel ist es, jeden Monat mindestens 10 Briefe abzuschicken, um einfach mehr Liebe und Harmonie und vielleicht auch Glück in die Welt zu tragen. So, jetzt lese ich euch jetzt erstmal diesen Brief vor. Glücksbrief. Hallo lieber Empfänger, liebe Empfängerin. Ich habe die Aktion Glücksbrief ins Leben gerufen, um mehr Liebe, Harmonie und Glück in die Welt zu tragen. Jeder Mensch darf gerne mitmachen. Ich schreibe jeden Monat ein paar Briefe anonym und schicke diese an mir unbekannte Menschen, um ihnen eine Freude zu bereiten. Vielleicht hast ja auch du Lust mitzumachen. Es gibt für jeden im Leben diesen einen Moment, wo man sich fragt, was mache ich eigentlich auf dieser Welt und was ist meine Aufgabe? Auch bei mir kam dieser Moment und ich habe mich dazu entschieden, dem Leben ein Lächeln zu begegnen. Ich will mehr Freude in die Welt tragen, deshalb versuche ich jeden Tag mir und anderen Menschen mit kleinen Dingen zu helfen. Mal helfe ich im Haushalt, grüße den Nachbarn freundlich mit einem Lächeln oder mache leckeren Tee und Kaffee für meine Liebsten. Heute schreibe ich diesen Brief in der Hoffnung, dich zu erfreuen. Ich habe schon oft Momente in meinem Leben erlebt, in denen ich mich allein und einsam gefühlt habe. Hier eine klare Botschaft für dich. Du bist nicht allein und wirst geliebt. Ich kenne dich nicht, bin dir wahrscheinlich nie begegnet, aber ich bin mir sicher, dass du ein guter und warmherziger Mensch bist. Du bist gut, so wie du bist. Es ist schön, dass du auf dieser Welt bist. Ich habe mal einen wirklich schönen Spruch gelesen, den ich mit dir teilen möchte. Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennengelernt hat. In diesem Sinne wünsche ich dir all den Frieden, die Liebe, die Gesundheit und das Glück, welches du verdienst. Ja, das war dann auch schon der Brief. Das hier ist der erste Brief, den habe ich auch handschriftlich verfasst. Leider muss ich sagen, ist mir das ein wenig zu viel Arbeit, weshalb ich das Ganze noch digital eintippen werde und dann auf schön buntem Papier bedrucken werde und dieses noch gestalten werde, weil ja, mir das Schreiben macht mir leider nicht so viel Spaß, weil ich versuche sehr leserlich zu schreiben und damit halt derjenige oder diejenige es auch vernünftig lesen kann. Nur brauche ich dafür sehr lange und wenn ich dann überlege, ich möchte ja auch mehr verschicken und die Briefe werden immer dieselben sein, außer der Anhänger. Also das kann sein, dass das mal variiert und ich, je nachdem, was ich da habe und was ich gerade gebastelt habe. Ja. Mir ist es halt auch wichtig, nicht nur, dass derjenige, der diesen Brief bekommt, sich darüber freut, sondern ich möchte mich auch darüber freuen. Ich möchte Spaß daran haben und Freude daran haben. Und das ist mir viel wichtiger, als dass ich jetzt alles schön säuberlich handschriftlich verfasse, nur damit es mehr persönlicher ist. Denn ich glaube, dass wenn ich den ausdrucke, also das aufschreibe, also eintippe im Internet, oder auch halt bei Word oder welchem Programm auch immer und das vernünftig ausdrucke auf einem schönen designten Papier, und dann das schön schmücke mit vielleicht ein paar Glitzersteinchen oder Stickern, die ich selbst bemalt habe oder so, dass das genug Persönlichkeit hat. Und ich hoffe, dass natürlich meine Botschaft rüberkommt, so wie es gemeint ist, in Liebe und Frieden. Und
Freue mich schon auf euer Feedback. Das war's dann heute auch schon wieder und ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Lasst mir ein Abo da und vielleicht auch ein Like und ich freue mich. Gut, tschüss!